Und jetzt die Familie Goldner. Meine, sagen wir, echte Schwester namens Wally, die war bei den Zionisten schon vorher und ist schon im August 1938 nach dem damaligen Palästina, damals hat es ja noch kein Israel gegeben, ausgewandert. Aber es war noch, mein Vater hat dann später geheiratet und da waren noch drei Kinder und die wollte also möglichst noch, dass sie davon kommen. Und das ist auch so eine Schicksalstragödie wieder gewesen. Also die eine, die älteste von den dreien, die ist gerade davon gekommen, im August 39 ausgewandert. Und die zweite, es gibt Bilder von allem. Also alles, was ich erzähle, ist fotografisch belegt und dokumentiert. Die zweite, Caroline, ein wahres Goldstück, die war der Liebling der Familie, sollte am 4. September nach England ausreisen, also mit einem Kindertransport. Und jedes Kind hat einen Pflegeeltern bedurft, damit sie ausreisen können. Also in England hat sich jemand verpflichten müssen, dass er auf das Kind schaut oder aber ein Heim, das ihm das Kind übernimmt. Die Lilly ist auf diese Art noch davon gekommen und die Caroline, hat sie geheißen, sollte am 4. Dezember ausreisen. Eigentlich schon am 27. August, das ist alles schriftlich belegt, dokumentiert. Da haben aber diese Pflegeeltern, die Pflegeeltern der Caroline, geschrieben, ob man nicht vielleicht eine Woche verschieben könnte, weil sie fahren jetzt auf Urlaub und das geht sich so schlecht aus. Also gut, haben wir gesagt, sie kommt mit dem nächsten Kindertransport. Das wäre am 5. September gewesen. Am 4. September 1939 ist der Krieg ausgebrochen und es war nicht mehr möglich auszureisen. Also zumindest nicht für die Juden, und, also ich will ja nicht das Ganze auf die Juden hinzuspitzen, sondern das war ja für die Nazis auch guter Vorwand, alle politische einzusammeln und umzubringen, zumindest zum Teil. Ja, und die Arme war dann und ist dann später im 42er Jahr, das ist wieder eine eigene Geschichte, haben es dann die letzten Juden zusammengesammelt in Wien, 10.000, dann die 10.000 im zweiten Bezirk und haben 10.000 verschickt nach Mali Trosinetz, das ist Polen, Minsk. 10.000, die hinkommen, sind Frauen, Kinder, waren ja hauptsächlich eh nur mehr Frauen, Kinder und alte Leute übrig. Von diesen sind, die einen sagen 5, andere, die Dokumentationsarchiv hat 12 gefunden, Überlebende. Die haben die, also vom Bahnhof weg, das ist alles dokumentiert, vom Bahnhof weg, nach Trosinetz, übersiedelt, haben es in vorher vorbereiteten Gräben aufstellen lassen und haben die Standebäde, alle da schossen in ein paar Raten sozusagen, ist alles dokumentiert, man kann es hier nachlesen. So ist die Caroline und dann hat es noch einen Burschi gegeben, der in Wirklichkeit Herbert geheißen hat und die Stiefmutter, also die zweite Frau vom Vater, sind also dort erschossen worden. Mein Vater, das ist natürlich auch, also es zeigt wieder diesen brutalen, mörderischen, dieses System, das sie da aufgebaut haben mit ihren Rassengeschichten und so. Mein Vater war ursprünglich Buchenwald, dann nach Dachau und von Dachau haben sie, es ist, war im Juli, das war das glaube ich, es ist alles da, schriftlich. Vielleicht zeige ich Ihnen was dann, nach Hartheim geschickt, weil er relativ noch gut benannt war, relativ. Und haben dort 14 Tage lang mit ihm Versuche, nicht? Das waren diese tödlichen Versuche, diese Euthanasie-Geschichten, nicht?
Die Leute sind nicht bestraft worden für das. Man hat sie nie gefunden. Die Ghana, die Ärzte, unter Anführungszeichen, die an den Menschen Versuche gemacht haben. Mein Vater war einer davon. Der ist dann letztlich in Hartheim, nachdem er so, ich weiß nicht welche Untersuchungen, also hat er nicht überstanden. Aber das ist